Ich werde aus diesem Luca einfach nicht schlau. Und ich will einfach nicht, dass... Was? Dass ihr irgendein Typ wehtut. Das ist nicht dein Ernst. Du, die sind inzwischen hundertprozentig und super genau. Verstehen, dass du Angst hast. Aber je schneller du es weißt, desto besser. Lisa, und wenn der Test positiv ist, ich bin für dich da. Er ist negativ. Das kannst du doch noch gar nicht wissen. Ich bin nicht schwanger. Ich habe nicht mit Luca geschlafen. Es war alles gelogen. Sie sind sich ganz sicher, dass mein Sohn nicht in Ihrem Hotel eingecheckt hat? Ja, es handelt sich um einen Notfall. Ja, trotzdem, vielen Dank für Ihre Mühe. Ja, Graf Lahnstein am Apparat. Sagen Sie bitte, wohnt mein Sohn bei Ihnen? Ach, tatsächlich. Ja, vielen Dank. Nein, nein, das ist nicht nötig. Es handelt sich um eine familiäre Angelegenheit. It's time for everybody to listen to the sound of all the lonely people who live beneath the ground. Don't listen to another, just listen to yourself. 'Cause only change can happen when you change yourself. I won't run, I won't hide. I only want to live my life. Wart, Coco, Ihre Klappe. Hier. Hey, warum kommt ihr nicht mit runter? Ihr verpasst eine Mega-Party. Hör mir bitte auf mit irgendwelchen Partys. Die Hochzeit deines Bruders? Besser das, was davon übrig geblieben ist. Capisco. Soll ich nach Hause fahren? Das ist lieb, aber das schaffe ich schon allein. Dann bringe ich dich wenigstens mit runter. Hey, Jana. Ciao, Bella. Hast du heute Abend schon was vor? Und wenn es so wäre, würde ich es dir bestimmt nicht sagen. Schon wieder schlecht drauf. Dann mache ich die Reinfahrt morgen wohl alleine. Ja, das ist auch besser so. Wenn du wieder normal bist, kannst du ja gleich in den Club kommen. Kannst du mir jetzt endlich erklären, was du dir dabei gedacht hast? Ich mache mir Vorwürfe, dass ich mich zu wenig um dich kümmere. Sage Jens, dass ich ihn erstmal nicht mehr sehen will. Hättest du mir den doofen Hausarrest nicht gegeben? Ist das ein Grund, mir vorzuspielen, dass du vielleicht schwanger bist? Du hast mir auch nicht gesagt, was mit Jens und dir ist. Ich bin dir wohl kaum Rechenschaft schuldig über meinen Freundeskreis. Und was ist mit Paul und mir? Sind wir nur noch Luft für dich? Natürlich nicht. Seit wir hier sind, ist dir doch alles egal. Das ist doch Quatsch. Und wann hast du das letzte Mal mit Papa gesprochen? Lenk bitte nicht ab, Lisa. Ich glaube, es ist besser, wir reden weiter, wenn du über dein Verhalten nachgedacht hast. Vanessa hat ihren Selbstmordversuch ganz gut überstanden. Ihr Sprung in den Rhein war ja wohl kaum lebensgefährlich. Das heißt, du weißt Bescheid? Und du auch? Und du hast dicht gehalten? Und du auch? Naja, sie war mal meine Freundin. Außerdem hatte sie noch was gut bei mir, was Dichthalten angeht. Und du? Sie hat so schon genug Probleme. Ja, wegen der Liebe reagiert man manchmal komisch. Tja.
ja. Was kann man dagegen machen, ha? Abwarten, bis das Feuer gelöscht ist. Vanessa wird sich nie ändern. Und ich... Ich weiß nicht, warum ich sie trotzdem gut finde. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie man das Feuer löscht. Ich habe gerade an Vater gedacht. Irgendwann müssen wir mit ihm sprechen. Ich wünschte, das hätten wir schon hinter uns. Ja. Außerdem habe ich meine ganzen Sachen noch auf dem Schloss. Bei der Gelegenheit kann ich dann gleich noch mal mit ihm sprechen. Hallo, hier ist Leonard. Was kann ich für Sie tun, Herr Graf? Ich würde gerne meine restlichen Sachen so schnell wie möglich abholen. Ihre restlichen Sachen? Ja. Aus dem Grund möchte ich Sie bitten, sie schon mal zu packen, damit ich sie direkt mitnehmen kann. Ich denke, die Mühe können wir uns beide sparen. Wie bitte? Ich verstehe Sie nicht ganz. Es gibt keine restlichen Sachen mehr von Ihnen auf Königsbrunn. Was soll das heißen? Ihr Vater hat Ihre Sachen vom Schloss entfernen lassen. Aha, und wo sind Sie jetzt? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber sie dürften in einem recht unbrauchbaren Zustand sein. Ihr Vater war sehr ungehalten, wie Sie sich sicher vorstellen können. Leonard? Nico! Wie geht's dir? Ja, das kannst du dir sicherlich vorstellen. Dazu, es tut mir alles wirklich sehr leid. Es ist vielleicht besser, wenn du in nächster Zeit hier nicht mehr auftauchst. Ich dachte, das Thema Anni wäre endlich durch für dich. Das habe ich eigentlich auch gedacht, aber... Jetzt hast du die beiden jeden Tag vor deiner Nase. Ich könnte mir auch was Schöneres vorstellen. Bist du denn noch sauer auf Nico oder auf Anni? Was würde das denn ändern? Ja, hast recht. Wie soll es jetzt weitergehen? Ich meine, Leiden ohne Ende ist auf Dauer auch nicht das Wahre, ne? Keine Ahnung. Würdest du versuchen, um Anni zu kämpfen? Dazu gehören immerhin zwei. Ja, stimmt auch wieder. Und wenn Anni keinen Bock hat, dann... Dann soll er wenigstens sehen, was er verpasst hat. Wollen wir tanzen? Mann, deine Laune soll einer verstehen. Musst du noch arbeiten? Nein, das ist die Post von heute. Ich hatte nur bei dem ganzen Chaos keine Zeit, sie durchzusehen. Typisch Tanja von Anstetten. Sie wünscht der ganzen Familie zur Hochzeit die herzlichsten Glückwünsche. Sag mal, was hast du da? Nichts. Komm, zeig mal her. Konstantin. Der ist für mich. Der ist für Vater. Vom Straßenverkehrsamt. Der ist trotzdem für mich. Was habt ihr bei dem Vaters Wagen zu suchen? Deswegen wolltest du den Brief abfangen, nicht wahr? Ich wollte auch so wissen, was drin steht. Sag mal, reicht es nicht, was mit Leo hier los ist? Musst du ihm jetzt auch noch Probleme machen? Dir geht's ja auch wieder auffällig gut. Verstehe ich nicht. Erst war sie voll schlecht drauf. Was? Und jetzt. Guck dir das mal an. Kleine Pause. Hast du Lust auf einen Drink?
Ja. Und was? Lass mich überraschen. Ich nehme 2 Pisco Sour. Komm sofort. Sag mal, wie machst du das mit der Jana? Sie ist gar nicht mehr wiederzuerkennen. Ich blick bei Jana auch nicht durch, aber sie ist unglaublich. So. Danke, Mann. Kannst mir sagen, was du willst, aber Luca steht voll auf Jana. Ja, fragt sich nur, ob sie auch auf ihn steht. Ne? Kommt Zeit, kommt Kaminci. Was ist das? Pisco Sour, magst du? Schmeckt gut. Womit habe ich das eigentlich verdient? Was denn? Dass du mir noch eine 2. Chance gibst. Moment mal. Eh die 3. oder die 4. War der zu stark? Nein, der ist in Ordnung. Ich glaube, ich muss dir da mal was erklären. Mein Gott, wir waren doch schon auf dem Heimweg und da haben sie uns geblitzt. Und alles nur, weil ihr diese Mädels beeindrucken wolltet. Ja, ist doch nichts passiert. Ja, zum Glück. Weißt du, was mir an der Sache nicht gefällt? Dass du es versuchst zu vertuschen. Warum machst du das? Ich finde, Johannes hat im Moment genug um die Ohren. Ich wollte ihn nicht damit auch noch nerven. Ja, du sagst es. Und du weißt ja sicher auch, warum. Dank dieser ewigen Heimlichtuerei ist es in unserer Familie doch erst so weit gekommen. Du siehst, was passiert, wenn man nicht die Wahrheit sagt. Das verletzt ihn. Bravo. Unsere liebe Carla. In Moral leider nur eine 2. Doppelmoral dafür eine 1+. Bitte, spar dir deine Kommentare. Tja, ja, wer im Glashaus sitzt. Du hast doch Vater jahrelang bezüglich deiner sexuellen Präferenz an der Nase rumgeführt. Und jetzt willst du Konstantin die Leviten lesen? Wegen dieser Lappalie? Vater hat recht, wenn er all seine Kinder für unehrlich hält. Mich leider eingeschlossen. Es ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel, wie du deine Possen, die in der Hochzeit mit einem Kriminellen gipfelten. Das war ein Fehler und dazu stehe ich. Ach. Na, du wirst doch jedenfalls kaum deine Lebenslüge und Leonards ödipales Meisterstück mit Konstantins kleinen Mausflug hier vergleichen wollen, oder? Hier geht es um was Grundsätzliches. Ach, und um was? Um Ehrlichkeit. Oh. Was sind wir denn für eine Familie, in der Lügen was ganz Normales sind? Irgendwie verstehe ich dich einfach nicht. Heute bist du so, morgen wieder anders. Ich blick nicht mehr durch bei deinen Spielchen. Ich bin einfach nicht verknallt in dich. Immerhin weiß ich jetzt, woran ich bin. Du bist wirklich nett und... Sympathisch? Das sind Worte, über die sich jedermann freuen würde. Jetzt sag bloß noch, dass du so sexy bin wie ein Stück Schokolade. Du bist ein Idiot, du weißt ganz genau, wie ich das meine. Du bist ein toller Typ, du siehst gut aus. Das Kribbeln im Bauch fehlt. Probier erst mal mein Tiramisu. Dann kommt das Kribbeln schon von ganz alleine. Unter diesen Umständen muss ich wirklich drauf verzichten. Tja, man kann die Leute nicht zu ihrem Glück zwingen. Und jetzt? Wollen wir zurück auf die Party? Nein, ich bleibe hier. Und was ist, wenn ich auch hier bleibe? Das wäre nett. Nett? Ach, dieses Wort verfolgt mich. Wie wär's? Wollen wir uns einen netten Film anschauen? Mit netten Schauspielern und einem netten Happy End? Wie wär's mit etwas Nettem Spannenden? Du magst Actionfilme? Warte. Mal sehen, was wir hier haben. Wie wär's damit? Den habe ich ungefähr 18 Mal gesehen. Perfekt. Ich 20. Den nehmen wir. Morgen zusammen. Morgen. Na? Gut geschlafen? Ach, mäßig. Wie immer nach so einer Schicht. Diese Wechsel von früh und spät, die sind nichts für mich. Moment mal. Also wenn ihr glaubt, der ist von mir. Also Arno und ich, wir haben unsere Familienplanung unter Kontrolle. Und Jana und Nico sind aus dem Haus. Der Test ist von Lisa. Von Lisa? Die ist doch noch ein halbes Kind. Tja, das denke ich auch manchmal. Also mit 15 sollte man schon wissen, wie man verhütet. Zumindest dieser Luca. Der hätte es doch wissen müssen, oder? Sie hat mir weisgemacht, dass sie mit ihm geschlafen hat. Dabei stimmt das alles nicht. Das hat sie alles nur erfunden. Ja, wieso das denn? Keine Ahnung. Wenn ich das wüsste, wären meine Sorgen auch halb so groß. Also mir kommt es so vor, als suchte Lisa mit aller Macht deine Aufmerksamkeit. Mein Gott, der Job, Jens.
Ich habe sie in letzter Zeit vernachlässigt. Ach, sie muss akzeptieren, dass du auch noch eine Privatsphäre hast. Naja, du schnappst sie dir einfach, wenn sie jetzt zum Frühstück kommt. Ach nee, so scharf bin ich da jetzt nicht drauf. Das hat Zeit, bis sie aus der Schule zurück ist. Johannes? Niemand hat ihn heute gesehen. Er muss ganz zeitig das Schloss verlassen haben. Ist er vielleicht in der Holding? Fehlanzeige. Wo kann er denn sonst noch sein? Tja. Ist das vielleicht das Ende einer großen Vaterliebe? Guck mal, er war im Safe. Fehlt da irgendwas? Nein, nein, nicht, dass ich wüsste. Aber so viel steht fest. Das ist das Ende einer großen Vaterliebe. Zimmerservice bestellt? Wozu das denn? Ich bin wunschlos glücklich. Ja? Da hat sich bestimmt noch jemand im Zimmer gehört. Glaubst du? Ja. Nimmst du mich mit? Bist du noch frei? Ja. Gut. This is it. I'm running out of space. Du weißt doch, wie diese Blätter übertreiben. Ich kann doch nur ein Zehntel von dem glauben, was da drinnen steht. In diesem Fall ist es leider anders. Die Presse hat noch untertrieben. Es ist alles viel, viel schlimmer. Naja, ist ja gerade erst passiert. Du kannst dir nicht vorstellen, was bei uns zu Hause los ist. Ich will jetzt alles wissen. Wann hat das mit euch begonnen? Vater, was nützt es? Wann? Es ist schon länger her. Und auf dem Schiff? Als du gesagt hast, ich soll gehen, da war Leonard auch da? Sicherlich glänzend amüsiert über den alten Trottel, der nichts merkt. Nein, das haben wir nicht. Wie oft? Wie meinst du das? Wie oft habt ihr miteinander geschlafen? Vater, du glaubst doch nicht, dass ich über sowas Buch führe. Wie oft? Das ist doch
oder? Und ihr werdet sicher auch noch wissen, wo ihr es miteinander getrieben habt. Ich glaube nicht, dass du das wissen willst. Oh, mich interessiert es schon, ob mich meine Frau mit meinem Sohn in meinem eigenen Bett betrügt. Nein. Nein, 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 nein. Was ist denn dein Nein überhaupt noch wert? Nein, wir haben nicht in deinem Bett miteinander geschlafen. Und? Hast du an ihn gedacht? Wenn wir? Hast du oder hast du nicht? Ich will das jetzt wissen. Ja. Ich kann dich nicht hören! Ja, ich hab an ihn gedacht! Und wann? Wann habt ihr euch ineinander verliebt? Das werdet ihr doch wohl wissen! Ich habe mich in Leonard verliebt. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, damals wusste ich noch nicht, dass es dein Sohn ist. Jana, alles klar? Aber sicher, wieso fragst du? Ich meine wegen gestern Abend, wegen Andi. Ich muss mich damit abfinden, dass er Geschichte ist. Und Luca, ist der jetzt so eine Art Lückenbüßer oder was? Und Felix, ist der jetzt so eine Art Ermittler in Sachen, wie halte ich es mit meinem Ex? So war das nicht gemeint. Mit Luca, das ist nur eine unverbindliche Freundschaft. Und sowas ist mir im Moment einfach lieber als irgendeine Liebe. Verstehe. Darf ich jetzt? Na, ausnahmsweise. Andi, wir haben nicht abgeschlossen. Kommt keiner rein. Hast du noch Lust auf die Floßfahrt? Ja, gute Idee. Mir fällt dir nämlich die Decke auf den Kopf. Alles in Ordnung mit dir? Alles klar. Und bevor ich gekommen bin, habt ihr da auch miteinander geschlafen? Vater, bitte diese ganzen Fragen, das bringt doch nichts. Du quälst dich nur. War er besser als ich? Hör auf, es reicht! Gegenteil, ich habe gerade erst angefangen. Ich bring dich um!